Bis Sonntag verlose ich auf meinem Kanal 500 Millionen GTA-Dollar für den PC oder die PlayStation. Alles, was du dafür machen solltest, ist diesen Kanal hier abonnieren, dieses Video liken und einen kurzen Kommentar schreiben, was du mit diesem Geld machen wollen würdest. Bereitgestellt wird das Ganze von meinem Partner JG Gaming. Link und Rabattcode findest du in der Videobeschreibung. Auflösung vom Gewinnspiel ist dann am Sonntag in meiner Instagram-Story. Ich wünsche euch allen einen schönen Advent und natürlich auch viel Glück. Freunde, heute ist der Tag der Tage. Heute ist bestätigt, wann uns das neue DLC erwartet. Heute haben wir eine neue Eventwoche und vieles mehr. Freunde, ihr merkt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Bleibt somit auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, im heutigen Video, Freunde, geht es wie gesagt mal um die neue Eventwoche von GTA Online und darum, wann uns das Winter-DLC in GTA Online erwarten wird, denn das wurde jetzt, ja, so inoffiziell bestätigt. Und ich würde sagen, du lässt noch schnell ein Abo da, um nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen und ich erkläre dir, wann wir das DLC sehen werden. Denn Testu hat gepostet, dass die aktuelle Eventwoche eben nicht bis nächste Woche Mittwoch geht, so wie sonst immer. Nein, diesmal geht sie bis zum 14. Dezember. Und wenn ihr euch das jetzt mal genauer anschaut, dann seht ihr, dass der 14. Dezember kein Donnerstag oder Mittwoch ist, sondern eben ein Dienstag. Und auch noch der Dienstag, wo wir die ganze Zeit drauf spekuliert haben, dass dann uns das Update erwartet. Das bedeutet also jetzt, dass nicht nur die Leaks und auch die Vergangenheit darauf hinweisen, dass wir das Update am 14. bekommen, sondern eben auch die Events. Und das ist eigentlich so eine sichere Sache, denn immer wenn die Eventwoche nur bis Dienstag geht, kommt dieses Update auch am Dienstag. Also Freunde, es freut mich bekannt geben zu dürfen, dass das Winter-Update 2021 am Dienstag, dem 14. Dezember 2021 erscheinen wird. Ob Rockstar Games heute, später auf dem Newswire und dann morgen vielleicht sogar einen Trailer oder sowas veröffentlicht, das bleibt erstmal abzuwarten. In-Game-Teaser gibt es bisher noch nicht, aber die können auch erst in wenigen Stunden oder so hinzugefügt werden. Also da sollte man sich nochmal ein bisschen zurückhalten. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir heute Abend auf dem Newswire den ersten, ja, Teaser oder die erste weitere Information von Rockstar Games bekommen und dann eben nächste Woche Freitag den Trailer. Das ist so meine Spekulation, aber es kann natürlich auch ganz anders sein. Also, Freunde, der DLC-Hype hat begonnen. Ansonsten gibt es heute natürlich auch eine neue Eventwoche. Und zwar gibt es dreifach Geld und RP auf alle Bunker, auf alle Casinos, auf alle Basis-Gegner-Modis. Also hier wirklich eine ganze Menge. Da ist sicherlich für jeden was dabei. Doppelt Geld und Doppelt RP gibt es auf alle MOC-Missionen und auf Top Fun Versus. Also das ist eine Versus-Mission mit dem Namen Top Fun. 50% mehr Geld gibt es auf alle Bunker-Verkaufsmissionen, also wer von euch nochmal Geld fürs DLC braucht, der kann hier beim Bunker auf jeden Fall mal vorbeischauen. Damit aber nicht genug, denn doppelte Reputationspunkte gibt es noch auf alle Straßenrennen, auf alle Verfolgungsrennen und auf alle Sprintrennen. Testfahrzeuge gibt es diese Woche auch, und zwar wäre das der Sultan Classic, der Tailgater S und der Cypher. Das Preisfahrzeug für diese etwas längere Woche ist der Rector. Für ihn müssen wir in 12 LSK-Mietrennen in die Top 5 kommen. Und das neue Podiumsfahrzeug für diese Woche ist der Squaddy. Ein absolutes Legendenfahrzeug, kann man sich definitiv kostenlos einmal abholen. Ansonsten, Freunde, gibt es noch ein Geschenk von Rockstar Games. Und zwar erhalten alle Leute, die sich bis nächste Woche einfach einmal in GTA Online einloggen, das Manor PRBG-T-Shirt geschenkt. Ja, klasse. 40% Rabatt gibt es in dieser Woche auf alle Bunker inklusive Renovierungen und Upgrades, 40% Rabatt aufs MOC inklusive Renovierungen und 30% Rabatt auf die LS-Tuner-Anzüge, Rennanzüge. 35% Rabatt gibt es auf ein paar Fahrzeuge, diese Woche aber relativ wenige vergleichsweise, und zwar nur auf den Jugular, er kostet jetzt zwischen 600.000 und 800.000, auf den Penumbra FF für jetzt 900.000, den Tempesta für jetzt knapp 900.000 und 30% Rabatt gibt es auf den Laser, er kostet jetzt 4,6 Millionen GTA-Dollar. Also Freunde, ihr seht, es ist eine feine kleine Eventwoche, das Highlight diese Woche meines Erachtens definitiv die Bestätigung vom Release-Datum und die Hoffnung darauf, dass wir heute oder spätestens morgen ein Newswire zum neuen Update bekommen. Und dann, Freunde, geht's hier wieder richtig ab. Also lasst ganz schnell ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Wenn ich euch was von der ganzen Eventwoche empfehlen darf, dann auf jeden Fall verkauft eure Bunkervorräte. 50% mehr gibt es darauf,
Was wollt ihr denn mehr? Abgesehen davon natürlich die 35% Rabatt auf den Tempesta. Der Tempesta ist im Real Life der Lamborghini Huracan. Ich habe von den Dingern erstmal 4 oder 5 in GTA rumstehen. Mein absolutes Lieblingsfahrzeug. Muss man jetzt überlegen, ob man das Geld noch ausgeben möchte, kurz vor dem DLC. Ich persönlich hätte mir den jetzt aber nochmal geholt. Ansonsten, wenn du noch Geld fürs Update brauchst, check mal meinen Partner JG Gaming ab. Link ist in der Beschreibung. Dort findest du die besten und die sichersten Money Boosts in der GTA-Szene. Dementsprechend einfach auf den Link in der Beschreibung klicken, auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du haben möchtest, noch einen Rabattcode JULEX eingeben für 10% Rabatt und dann hast du in wenigen Tagen Millionen auf deinem Konto. Nun gut, Freunde, das war es jetzt aber auch wirklich mal mit dem neuen Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne gratis einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Und wenn du eine richtig ehrenhafte Aktion bringen möchtest, dann folg mir doch auch gerne auf Instagram. Dort haue ich diese Informationen schon deutlich früher raus. Bevor das Video online war, habe ich schon auf Instagram gepostet, dass das DLC am 14. kommt und vieles mehr. Also, ich kann euch nur empfehlen, schaut mal auf Instagram vorbei. Nun gut, Freunde, das war es jetzt aber auch wirklich mal mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Vielleicht sehen wir uns heute Abend nochmal, wenn Rockstar Games da irgendwie noch einen Trailer oder sowas raushaut oder ein Newswire. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.